Der Alpen-Elvis, der Volks-Rock'n'Roller, bei ihm geht zusammen, was sonst nicht passt. Nach längerer Pause startet er jetzt wieder voll durch. Herzlich willkommen, Andreas Gabalier. Meine Damen und Herren, wir kommen immer wieder zu feierlichen Momenten und das ist wieder ein ganz besonders feierlicher. Er ist ein Star. Echo, Bambi, Millionen, viele Millionen Tonträger. Und er hat jetzt auch natürlich zwangsweise schon fast auch eine längere Pause gemacht. Und er ist jetzt heute bei uns. Nachher spricht er noch mit uns, aber jetzt ist er am Klavier, singt live und wir freuen uns auf ihn. Der Gabalier Andreas, ein neuer Anfang. Bitteschön. Alles steht auf Anfang, ich frag mich, wo ich bin. Das Leben, das mich antreibt, was das wohl noch bringt. Zeit ist nie verschwendet, auf der Suche nach dem Sinn. Im Wirbelwind des Lebens wieder mittendrin. Ein Ende kann ein neuer Anfang sein. Und eine neue Liebe kann so schön sein. Im Sturmwind der Gezeiten habe ich mein Herz verloren. Und die schönsten Liebeslieder fahren wie tausend Stiche ein. Unseres Lebens hat eins nicht vorgesehen, als Fabrikat des Himmels den Weg allein zu gehen. Seelen können treiben wie ein Schiff auf hoher See, auf der Suche nach der Antwort, die im Hoffen steht. Ein Ende kann ein neuer Anfang sein. Und eine neue Liebe kann so schön sein. Im Sturmwind der Gezeiten habe ich mein Herz verloren. Und die schönsten Liebeslieder fahren wie tausend Stiche ein. Die Zeit heilt alle Wunden. Doch all die schönen Stunden sind für alle Ewigkeiten in meinem Herzen mein. Ja, und genau mit Andreas dieser... Andreas Gabalier, meine Damen und Herren. Ein neuer Anfang und jetzt gibt es noch einen kleinen Mikrofonwechsel, da wird er sich wieder zu uns begeben und wir freuen uns, dass er da ist. Andreas Gabalier, meine Damen und Herren, ein neuer Anfang. Genau mit dieser Nervosität, schon so lange nicht mehr auf der Bühne gewesen zu sein, habe ich mich herrlich verspielt. Aber das ist live. Ich habe nichts gemerkt. Das ist live. Du hast nichts gemerkt. Nein, ich bin ein Depp. Habt ihr das? Jetzt, wo du sagst, ja, jetzt ist es raus. Herrlich. Welche Stelle war das und warum? Ist mir leichter. Ich kann auch mal spielen. Aber merkt es ja hast gar nicht. Ach nein, das merkt doch keiner. Es guck mal, keiner kennt, der Song ist noch nicht, der ist wahrscheinlich, hast du jetzt das erste Mal gespielt, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, also weiß ja keiner. Es ist ja so, warum ich mich heute zum Klavier gesetzt habe, war eigentlich, um eine Seite zu zeigen, wie ich diese Lieder zu Hause komponiere. So passiert das daheim und da verspielt man sich auch. Also eigentlich war es ja bewusst so. Titelsong des neuen Albums. Ein neuer Anfang. Ja, ein neuer Anfang. Das Songwriting, ja, das gehört dazu. Es ist ja immer der Verdacht, dass da Autobiografie dahin steckt in so einem Lied. Und deswegen, welcher neue Anfang und welche Wunden sind geheilt?
ja, für uns Künstler waren die letzten 2,5 Jahre natürlich besonders hart irgendwie. Diese Abstinenz von der Bühne, die hat geschmerzt im Herzen, die hat uns gefehlt. Man kann sich das wahrscheinlich auch vorstellen wie bei einem Profisportler, den man 2,5 Jahre zu keinen Wettbewerben lässt. Da ist es dann auch einfach wieder schwer zurückzukommen irgendwie, mental, aber auch von der Leistung. Und ich sehe das jetzt irgendwie so, ich habe ein ganz schönes, großes, erfolgreiches erstes Jahrzehnt erleben dürfen und bin dann nach einer kurzen Pause von Covid zwangsgebremst worden, wie wir alle auf diesen großen Bühnen, und haben uns eigentlich ausschließlich auf Tonstudioarbeit, auf das Liederschreiben, auf ein paar TV-Shows konzentriert, aber diese große Bühne ist ausgeblieben. Und irgendwie sehe ich diese Zeit jetzt für uns so als neuen Anfang. Ich habe ein Weihnachtsalbum produziert, jetzt seit 1,5 Jahren eine neue Platte im Studio. Wir waren viel in Amerika. Und ich sehe diese Zeit jetzt irgendwie wieder als Aufbruchstimmung und habe dieses Album deswegen auch ein neuer Anfang. Stimmen denn den Geschichten, es gab Kellnern, es gab Rettungsschwimmen, war das ein PR-Stunt für einen halben Tag? Oder gibt es, ich meine, wenn jetzt der Rettungsschwimmer Gabalier dort ist, dann lassen sich ja ganz viele absichtlich ersaufen, um letztendlich... Ich glaube, dass die größte Gefahr, zumindest am Wörthersee, wo ich das gemacht habe, die Dehydration gewesen ist. Ich habe meine Jugendsommer als Barkeeper, Kellner, Bootsvermieter, Rettungsschwimmer, Bademeister verbracht in den Sommermonaten. Ich bin eines von 4 Kindern und wir haben sehr, sehr früh eigentlich neben der Schule in den Ferien arbeiten müssen oder dürfen. Ich sage immer dürfen, weil mich hat das geprägt und ich war mit 13 Jahren dann eigentlich schon so weit, dass das Portemonnaie immer gut gefüllt war. Und das war im Freundeskreis immer ein großer Vorteil. Und habe diese Zeiten einfach geschätzt und geliebt. Die haben mich geprägt und unter anderem auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Die Musik war ein stetiger Wegbegleiter, weil es unserer lieben Mama immer ein Anliegen war, dass jedes von uns 4 Kindern zumindest ein Instrument lernt. Ich habe dann nach dem Tod meines Vaters und der kleinen Schwester damals mehr daraus gemacht, weil ich mir einfach auf dieses Hobby dann mehr besonnen habe und daraus Berufung gemacht habe. Ja, aber diese, zurück auf die Frage, diese alten Jobs meiner Schul- und Studienzeit, die habe ich geliebt und das war kein PR-Gag. Wir haben das nur im letzten Jahr, weil wir nicht auf den großen Bühnen waren im Sommer, dann am Wörthersee wieder aufleben lassen. Und weil ich diese Geschichten schon seit vielen Jahren erzähle, in einigen Talkshows haben sich da viele Medien im vergangenen Jahr gemeldet und wir haben da rund um den Wörthersee und die österreichische Bergwelt dann so meine alten Jobs dann für einige Magazine und TV-Formate wieder aufleben lassen. Wenn die Schweizer Schule recht hatte ist und es sich nicht geändert hatte, ist der Großglockner 3797 Meter hoch. Ja. So haben wir's. Wenn nicht 98, ja. Verdammt. Ja, verdammt. Die Schweizer Schule hat untertrieben. Es gibt ein Bild und wir sind verpflichtet, meine Damen und Herren, zu sagen, es ist von Krone TV, dem österreichischen Sensationssender. Und dieses Bild, aber das ist nicht zu oberst, oder? Da hinten der Berg, der schaut ja höher aus. Genau. Gegangen ist es im vergangenen Herbst um das 40-jährige Bestehen des größten Nationalparks hier in den Alpen, der Region Großglockner. Und da haben sie einen Menschen der Öffentlichkeit gesucht, der sich das zutraut, mit Kamerabegleitung in einer 3-tägigen Live-Sendung eigentlich diesen ganzen Nationalpark bis hinauf zum Gipfel zu besteigen. Es war nicht der Hubschrauber. Es war nicht der Hubschrauber, wir waren wirklich 3 Tage unterwegs. Und das erste Bild war noch auf der Erzherzog-Johann-Terrasse, wo wir am Vormittag vor dem Start, vor dem großen Aufbruch, dann ein kleines Unplugged-Konzert gegeben haben. Nur weil es mich so an den HC erinnert, dieses am Kreuz hängen bei Immer wieder Österreich. Sollte eigentlich der Strache rehabilitiert werden als Bulli? Sollte er wieder eine Rolle spielen in Österreich? Ui, ganz ein heikles Thema, da halte ich mich auf jeden Fall heraus. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele politische Diskussionen auch auf meinem Rücken austragen lassen müssen. Es hat mich nur erinnert, Sie kennen das, wo er so am Kreuz, ich weiß das gar nicht, ob es da einmal, nein. Na, okay. Nein. Ein großes Thema, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland natürlich immer wieder. Und ich mache sehr, sehr bodenständige Musik zu einem sehr, sehr großen Teil, habe sehr viele emotionale Lieder, stehe aber auch für sehr viel Lebensfreude mit dem, was ich mache. Und das waren natürlich schon auch so viele Mediengeschichten, die auf meinen Schultern gelastet haben und die mir wehtun. Und davon möchte ich mir noch einmal ganz klipp und klar auch distanzieren und da auch in Richtung
Ich habe nur das Kreuz, es war kein Hinterhand. Genau, ich habe auch diese Kette mit diesem emotionalen. Was ist da drauf? Da sind ein paar Heiligenbilder drauf. Das sind kleine Fangeschenke, die ich immer wieder bekomme. Wir haben auch jetzt in den letzten 4 Tagen in Kitzbühel Video gedreht für eine neue Single, die seit heute heraus ist. Und da hat es auch unter anderem diese Schuhe geschenkt gegeben von einem Designer aus Kitzbühel. Und kleine Accessoires, die ich dann immer wieder mal für ein paar Tage umhänge. Beten Sie abends vorm ins Bett gehen? Wir sind religiös erzogen worden, das war auch meiner Oma ein großes Anliegen. Auch sie ist nicht immer ganz mit der Zeit gegangen und hat uns da schon den Glauben eigentlich sehr nahe gebracht im Leben. Und ich glaube, der gibt mir auch spätestens seit dem Tod meiner kleinen Schwester immer wieder so ein bisschen Zuversicht und Halt. Ich habe das, was ich erleben habe dürfen in den ersten 10 Jahren bis hinein in die großen Fußballstadien, immer als ein kleines Geschenk auch von oben gesehen irgendwie. Ich habe mich nach dem Tod meiner Schwester auf die Musik fokussiert und habe da schon auch immer irgendwo mein kleines Kerzerl als Ritual dann einmal auf unserem Hausberg angezündet. Haben Sie einen Hausaltar auch? Haben Sie eine Ecke daheim? Ich habe ein kleines Kreuz im Garten bei mir stehen. Ja. Und vor Konzerten, vor so großen Shows, zünde ich auch gelegentlich gerne ein Lichterl an, weil ich mir manchmal denke, wenn da 50, 60, 70.000 Leute und mehr kommen, dann ist es immer ein Geschenk, wenn das alles wieder geregelt und gut nach Hause kommt. Wir haben seit 12 Jahren eigentlich auf diesen Konzerten nie irgendwelche Ausschreitungen gehabt. Es ist Gott sei Dank nie irgendwas passiert. Die Leute kommen voller Lebensfreude in Lederhosen und Dirndlkleidern, wie auch in dem bevorstehenden Sommer wieder. Mein großes Fantreffen in München, unter anderem, wir sind auf der Waldbühne in Berlin zu Gast, in Mönchengladbach. Viele, viele Termine, die jetzt wieder nachgeholt werden, viele, viele neue Shows, die wir wieder starten. Und da ist der Glaube schon auch immer so ein bisschen bei mir ein Halt gewesen, der mich vielleicht auch immer gegroundet hat. Ja. Wie fühlt sie die Augen? Was nicht heißt, ich einen großen Heiligenschein. Das hat niemand behauptet, spätestens seit wir wissen, dass jeder Pizzakurier ihr Zipferl zu sehen bekommt, wenn er im falschen Moment läutet. Was beinhaltet Ihre Aufgabe als Bienenbotschafter? Es ist ein großes Problem global, dieses Bienensterben und die damit verbundenen Probleme einfach, dass ohne Bienen einfach kein Leben auf diesem Planeten stattfindet. Und das war der Firma Frutura aus Österreich ein großes Anliegen, da ein großes Zeichen zu setzen mit vielen internationalen Botschaftern. Und da bin ich unter anderem für Österreich oder auch für Deutschland gemeinsam mit dem Sebastian Vettel gefragt worden, ob wir uns dafür stark machen würden wollen. Und da gibt es jetzt dann demnächst auch jede Menge Wiesenblumen, Samen zu holen für diese Bienen, wo jeder einfach einen kleinen Beitrag leisten kann. Also man soll nicht so immer den Rasen Man mähen. Möge nicht jedes Stück Wiese in seinem Garten mähen. Es gibt die Möglichkeit, in kleinen Blumenträgen für den Balkon, wenn man keinen Garten hat, irgendwie ein paar es Quadrat- gibt ja auch Dezimeter diese elenden Steingärten, oder? Wo nur Steine... Ja, also Fakt ist, dass wir einfach zu wenig Lebensraum für die Bienen haben. Da bin ich gefragt worden, irgendwie, weil wir doch eine sehr große Menschenmasse immer wieder erreicht haben. Und das habe ich mir natürlich sehr, sehr gerne auch dafür begeistern lassen. Wenn große Menschen südlich der Alpen in Österreich etwas zusammen machen, dann muss man immer auch an ihn denken. Sehen Sie selbst, der Arnold. Schauen Sie. My name is Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Terminator, Superstar, they call you Conan the Barbarer. Pumping Iron, Steel Machine, Living Legend, Evergreen. Godfather, Mr. Universe, Olympia. Wird's mir heiß, nur beim Hinschauen. Wie oft habt ihr da Kontakt? Arnold begleitet mich schon mein ganzes Leben. Als Vorbild? Als großes Vorbild. Er war auch in der steirischen Landeshauptstadt Graz zu Hause, bei uns im Süden Österreichs. Und der war als Kind natürlich schon immer großes Idol, weil er aus unserer Stadt war, ein großer Weltstar. Ich habe ihn dann mit meinem ersten Lied damals, vor 12 Jahren, kennengelernt auf einem Graz-Besuch.
habe ihm diese Platte damals gegeben und wir haben seitdem immer wieder Kontakt beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel und habe ihm dafür ein Geschenk gemacht und ein Lied über sein Leben und über alle seine Stationen geschrieben. Und er wollte unbedingt mitwirken und dabei sein und deswegen haben wir gemeinsam dieses Duett aufgenommen. Letzte kurze Frage. Sie wissen, es ist eine Tradition, wenn wir aufeinandertreffen. Ich habe aufgegeben zu fragen, ob es schon eine neue Freundin gibt. Meine heutige Frage zum Boulevardthema ist, wer würde es als Erster oder Erste erfahren, wenn es eine neue gäbe? Wem sagen Sie es zuerst, das ist sie? Puh, Teufel eine. Was für eine Frage. Was für eine Frage. Die Frau natürlich als Erste. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht der Mama. Der Mama. Andreas Cavalier, meine Damen und Herren. Andreas Cavalier.